Dick und Duck, das Turnier zu Venedig von Hannes Hegen. Stellt euch vor, ihr hättet Schwingen wie ein Vogel und schwebtet über die blauen Wogen der Adria der Küste Italiens zu. Und denkt euch, ihr hörtet von fernher ein melodisches Klingen, das sich beim Näherkommen als das Geläut von vielen Glocken, großen und kleinen, herausstellt. Ihr fliegt dem Schalle nach und seht vor euch aus dem Dunst, der über dem Meer liegt, eine Märchenstadt auftauchen. Wir sehen sie gerade vor uns. Deren viele hundert Türme mit gold- und silberglänzenden Dächern dieses Geläut aussenden. Auf Inseln in einer geschützten Lagune ist diese Stadt erbaut, von Kanälen durchschnitten, durch zahllose Brücken wie mit Klammern zusammengehalten. Ja, es ist kein Zweifel möglich. Wir befinden uns über Venedig, der Beherrscherin des östlichen Mittelmeeres und der Handelswege nach dem Orient, dem reichsten der unabhängigen Stadtstaaten neben Genua und Pisa. Das war einmal, wollte ich sagen. Aber wenn ihr euch das alles richtig vorgestellt habt, dann seid ihr soeben zusammen mit Dick und Duck in ein längst vergangenes Jahrhundert geflogen. Genau gesagt, um 680 Jahre zurück in das Jahr 1284. Und was das Glockengeläut anbetrifft, so feiert man heute die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes des Dogen. Venedig ist zwar dem Namen nach eine Republik, aber regiert wird es von einigen wenigen reichen Familien. Sie haben erbliche Sitze im Großen Rat, in den ursprünglich die Vertreter des ganzen Volkes von Venedig gewählt werden sollten, und wachen darüber, dass der Doge nicht aus der Reihe tanzt und sich mit dem Volke verbündet. Unter solcher Aufsicht hat der Doge hier fast nichts zu sagen und führt nur das aus, was ihm die Kaufherren vorschreiben. Kommt es das bekannt vor? Der Regierungssitz des Dogen ist ein riesiger und prächtiger Palast in der Nähe der Einfahrt zum berühmten Hauptkanal, dem Canale Grande. Der Platz, in dessen Südostseite der Palast liegt, ist der Markusplatz, auf dem sich ganz Venedig zu treffen scheint, um über die politische Lage, den Handel oder über die alltäglichen Begebenheiten zu reden. So, und nun besuchen wir den Dogen. So, vorher gucken wir diese wunderschöne Zeichnung an vom Stadtplan, der immer noch seine Gültigkeit hat, auch im Jahre 2022. Und hier sitze ich gerade am Kai. Ich bin von hier, von der Spitze, hier hingelaufen, weil vorne der Wind und die Wellengeräusche zu laut waren. Und ich jetzt hier am Kai sitze und berichte über Dick und Duck und das Mosaik von Hannes Hegen in Venedig. Hier ist unser Buch, das habe ich seit 55 Jahren oder noch länger. Ich blätter noch mal ganz kurz hier rein, dass es zu sehen ist. Und so schaut es also aus, eine Würdigung für Hannes Hegen mit meinen Lieblingsfiguren, den Dicke Duck und besonders dem Ritter Runkel, mit denen ich durch Raum und Zeit reiste, wie so viele meiner Altersgenossen, die hier viel über Geschichte und Technik erfahren haben. Und das erste Mal mit meinen über 65 Jahren bin ich jetzt in Venedig zum ersten Mal mein Leben und habe natürlich mein Mosaik mitgenommen. Viele Grüße aus Venedig.